Hallo meine lieben Widder und Widder-Aszendenten, ich begrüße euch ganz herzlich. Eure Prinzessin der Kelche ist wieder da und ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im Mai los ist oder welche Botschaften ich überbringen soll. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich habe jetzt schon mal drei Karten vorgezogen. Seelenorakel, Weisheitskarten der Seele und auch eine Botschaft von den Engeln. Den Rest machen wir jetzt hier gleich zusammen. Ich möchte natürlich erstmal allen Neuen unter euch auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid, zu meinem Kanal gefunden habt. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann abonniert den Kanal gerne. Vergesst vor allem das kleine Glöckchen nicht, damit ihr auch über neue Videos informiert werdet. Denkt bitte alle daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Das kann und wird nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Ich versuche es aber immer so allgemein wie möglich zu halten. Aber manchmal werden bestimmte Themen für bestimmte Menschen angesprochen. Es ist ja auch richtig so, ich kann ja nicht für die ganze Menschheit sprechen. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich. Wenn es euch absolut nicht betreffen sollte, dann lasst es bitte einfach weiterziehen. Dann seid ihr vielleicht nächstes Mal dabei. Und schaut euch bitte euren Aszendenten gerne nochmal mit an. Da sind auch immer auch der Geburtsaszendent, sag ich mal, wichtige Botschaften mit drin. Ja, ich fange jetzt mal an mit dem Horoskopteil. Mit dem astrologischen, noch mit Highlights oder kritischen Phasen, so wie ich das immer mache. Ich muss nur mal eben den Widder finden hier. Ich habe da jetzt vorher nicht reingeguckt. Na, der Widder ist natürlich logischerweise am Anfang, mehr nicht am Ende. So, wie immer, das astrologische Jahr geht ja immer mit dem Widder los. So, dann gucken wir mal. Im Mai gibt es eine schöne Phase, was Liebe und Beziehungen angeht. Gute Zeit zur Kontaktpflege mit den Menschen aus eurem Umfeld, zum Beispiel mit netten Nachbarn oder um euch in der Schule eure Kinder zu engagieren und dadurch Leute kennenzulernen. Auch günstig für das Verhältnis zu euren Geschwistern. Kurze Reisen, zum Beispiel um Freunde zu besuchen, stehen nun ebenfalls unter einem guten Stern. Also ab komplett den Mai durch, das ist schon mal sehr schön. Karriere und Finanzen, was haben wir da noch? Da haben wir immer, nö, ja, eine kleine kritische Phase noch bis einschließlich Juni, also jetzt ab 23. April bis zum 11. Juni, hatte ich aber dann im April schon vorgelesen, aber ich mache es natürlich hier gerne jetzt nochmal. In dieser Zeit herrscht eine erhöhte Tendenz zu Konflikten, Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten. Ihr solltet nun Konfrontationen vermeiden und strategisch denken. Selbst wenn ihr euch spontan zunächst durchsetzen könnt, kann euch das später noch schaden. Auch wenn ihr euch im Recht seht, könnt ihr dennoch im Konflikt verlieren, falls ihr keine Unterstützung für euren Standpunkt findet. Das ist ein wichtiger Hinweis. So, was haben wir hier noch? Gesundheit und Vitalität auch vom 23. bis 11. April bis dann zum 11. Juni. Gesundheit und Vitalität in dieser Zeit ist es ratsam, sich vor Unfällen zu Hause in Acht zu nehmen, wo ihr euch verletzen könntet. Zum Beispiel waren Handwerkeraktionen mit der Bohrmaschine, was ihr Widder ja liebt. Vorsicht, auch wenn ihr mal gerade richtig ärgerlich oder auch aufgebracht seid und in diesen Momenten nicht aufpasst. Plutos Einfluss kommt hinzu, um eine fixe Idee könnte euch waghalsig machen und dazu verleiten, euch einem Risiko auszusetzen. Bitte nicht, meine lieben Widder. So, wir gucken jetzt mal, was die Karten uns zu sagen haben. Das Seelenorakel, was ist denn da gefallen? Oho, die Hüterin der Erde, meine Lieben. Sehr schöne Karte, ne? Die Hüterin der Erde. Ja, was bedeutet diese Karte? Aus einem mickrigen Traum von Ruhm und Erfolg bist du herausgewachsen. Und nunmehr bereit für den großen Wurf. Der Möglichkeiten eröffnet, die selbst deine kühnsten Erwartungen übertreffen. Oha! Aber ihr habt vorhin gehört, seid ein bisschen vorsichtig, ne? Streift den Mantel der Hüterin über und melde dich bei einer befreundeten Person, die sich in einer Notlage befindet
und mit der du vielleicht länger keinen Kontakt mehr hattest. Kümmere dich um deine Haustiere und versorge auch die vierbeinigen Streuner. Das heißt, Hüterin der Erde, achte auf die Menschen um dich herum, nicht weniger auf, ja, auf dich selber natürlich auch, haben wir ja eben gehört, aber Sachen einfach zu regeln, ne? Mach Ordnung. Mach mal wieder einen Hausputz. Das kann auch gedanklich, gefühlsmäßig sein, alles Mögliche. Vor allen Dingen im Privatleben, damit da auch wieder was aufblühen kann. Und das Ich alleine geht es hierbei auch nicht, mein lieben Süßen. So, von den Weisheitskarten der Seele ist der Höhenflug gefallen. Der Höhenflug, ja, bedeutet natürlich nicht, dass man auf Wolke 7 irgendwo durch die Gegend schwebt, aber es ist definitiv eine Erfolgskarte in meinen Augen. Wir sehen ja hier ein, ja, ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen hier, dieses Pferd, ne, und dann von der Erde abhebend, unten sehen wir noch so ein Labyrinth oder so ein Feld. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Und ja, du hast jetzt die Kraft, die Dinge von einer höheren Warte aus zu betrachten. Also von oben mal zu betrachten. Nicht zu sagen, ah, jetzt hier und hier, sondern sich so einen Überblick von oben. Ja, ich sage es richtig, den Überblick zu verschaffen. Und wenn du ein Vogel wärst, der hoch oben am Himmel fliegt, was würdest du da wohl sehen? Sollst du dich mal fragen. Und wenn du auf diese Weise dir praktisch einen Überblick über die Chancen und Herausforderungen deines Lebens verschaffst, gewinnst du neue Perspektiven. Und darum geht es hier auch. Das sagt auch die Hüterin der Erde. Kümmer dich mal nicht nur um dich selbst. Will ich nicht sagen, dass ihr euch nur um euch selbst kümmert. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich damit meine. Darum geht es jetzt hier auch, ne? Breite deine Schwingen aus und steige in die Lüfte, die Engel warten auf dich. Dann gucken wir gleich mal, welcher Engel... Oh, Erzengel Uriel. Sehr schön. Erzengel Uriel arbeitet auf einem rubinroten Lichtstrahl. Ja, mit diesem Rot ist es schon mal gar nicht schlecht hier, ne? Der aus purpurnen und goldenen Licht besteht. Dabei ist der Strahl der Weisheit und Spiritualität. Es ist ein großer Segen für dich, diese Engelkarte zu ziehen. Denn Erzengel Uriel wird dir Ruhe, Gelassenheit, Liebe und inneren Frieden bringen. Du bist wiederum dazu aufgefordert, diese wunderschönen Qualitäten an andere Menschen weiterzugeben. Ne? Also deswegen hier, ne? Sich einen Überblick zu verschaffen. Ist meine kleinen, ich will nicht sagen Untertanen, aber geht es euch allen gut? Was kann ich für euch tun? Ne? Du bist dazu wiederum aufgefordert, diese wunderschönen Qualitäten, wie gesagt, an andere Menschen weiterzugeben. Wenn du mit Erzengel Uriel in Kontakt trittst, kannst du danach streben, mit der ganzen Menschheit eins zu werden. Das ist ein Zustand hoher Gnade, durch den du Freude und Freiheit erlangst. Anderen zu helfen, ne? Stell dir vor, dass du an einen purpurnen, goldenen Mantel eingehüllt bist und bitte Erzengel Uriel, dass er dir hilft, dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe emporzuheben. Höhenflug, da passiert ja nächste Woche, nächsten Monat aber so einiges bei euch, meine Lieben. Da wollen wir jetzt mal direkt gucken. Ich nehme die jetzt mal hier in meinen Kartenhalter rein. Die Süßen hier, das hört sich ja alles sehr, sehr interessant an. Und dann wollen wir mal gucken, um welches Thema, obwohl ich mir das hier an der Karte schon fast vorstellen kann, aber wir wollen die Karten ja für sich sprechen lassen. Manchmal gehen sie ja dann doch noch ein bisschen in die Tiefe rein, um was es hier geht. Liebes Universum, für die Widder, Mai 2021, brauche ich bitte drei übergreifende Botschaften. Da haben wir die Schlange. Da ist die Frau, also die Dame, das Abwarten, das weibliche Prinzip gefallen. Drücken wir es mal so aus, könnt ihr natürlich. Und die Wolken, aha. Na, da ist ja wohl was zu klären, würde ich sagen. So, dann hole ich mir jetzt nochmal allgemeine Informationen. Hinweise für nächsten Monat, worum es hier gehen könnte, und ziehe dann noch die
Zusatzkarten, Klärungskarten dafür. Liebes Universum, bitte, welche Themen soll es bei dem Widder oder was soll ich weiterleiten? Was wird wichtig für den Mai 2021 für die Widdergeborenen und Widder-Aszendenten? Der Teufel. Tja, wer ist denn hier im Krieg? Die Hoffnung. Aha. Okay. Na, gucken wir gleich mal. Wem das zu lange dauert, der spult bitte ein bisschen weiter. Wer da nicht von genug kriegen kann, der bleibt bei mir. Das Prinzenpott. Das fällt ja hier. Ist ja einiges los bei euch hier. Was ist denn hier noch gefallen? Verletzung. Die Krone. Eine brauche ich noch. Und wieder die Lösung. Gut, dann schauen wir mal. So. Liebes Universum. Bitte antworten. Meine lieben Secret Cards. Für die Widder. Mai 2021. Antworten, Ergänzungskarten für den Teufel. Karte des Teufels. Für die Hoffnung. Für das Prinzenpaar. Für die Verletzung. Für die Krone. Und für die Lösung. So, das ist das zweite Kartendeck. Ich liebe diese Karten inzwischen, muss ich wirklich sagen. Die sind Wahnsinn. Sind teuer, aber wahnsinnig gut. So, liebes Universum, nochmal Zusatzkarten bitte hier nochmal für den Teufel. Das Spiegelkabinett. Für die Hoffnung. Das sind ein bisschen zu viele. Für die Hoffnung. Du hast dich schon mal so umgedreht. Okay. Ja, aber bitte noch eine Zusatzkarte. Dann für das Prinzenpaar und den Umzug. Mal wieder den Teufel. Verletzung. So, für die Krone. Für die Lösung des Problems. Wieder Süchte und die Hängebrücke. So, dann wollen wir nochmal ins dritte Deck gucken. Und dann haben wir es auch gleich, dass ich das deuten kann. So. Liebes Universum, bitte nochmal Zusatzkarten hier für diese Legung, für den Widder. Für den Teufel. So, für die Hoffnung. Ne, das sind ein bisschen zu viele. Für die Hoffnung, bitte. Für das Prinzenpaar.
für die Verletzung. Für die Krone. Bisschen viel und für die Lösung. Oha. Also, wir haben die Schlange da oben. Die Schlange steht immer für Umwege gehen, für Neid, für Streit, für böse Worte. Sag ich jetzt mal so. Der einen Seite kann sie auch was mit Gesundheit zu tun haben, aber ne, Adam und Eva und der Apfel. Für eine Ex-Partnerin, für eine Ex-Freundin, für jemanden, der euch nicht wohlgesonnen ist. So. Dann haben wir hier euch selber. Wir machen hier das ja geschlechterunabhängig. Das heißt, hier kann jetzt der Mann oder auch die Frau, hier steht jetzt dafür die Frau, also darum geht es um euch selber und die darin enthaltene weibliche Energie. Und hier geht es um Wolken, um Unklarheiten, da ist einiges zu klären bei euch und das sehe ich hier auch dran. Wir haben hier den Teufel, die Hoffnung, das Prinzenpaar, die Verletzung, die Krone und die Lösung, das seht ihr ja. Der Teufel steht immer für Verlockung, für den Feind. Für Verrat, Abhängigkeit, Maßlosigkeit. Die Hoffnung, ne, spricht ja für sich, für Zuversicht, für Vertrauen, dass das vielleicht wieder gut wird. Für was auch immer ihr, sag ich mal, Hoffnungen habt. Dann haben wir hier das Prinzenpaar. Das Prinzenpaar könnte die zweite Tochter oder auch der zweite Sohn oder das mittlere Kind sein. Oder irgendeine Beziehung oder so, die jetzt momentan in der Mitte steht. Das heißt, genauer betrachtet wird, bekomme ich von oben herein. Dann geht es hier um Verletzungen, die zugefügt werden, noch werden in der Zukunft oder zugefügt wurden. Dann haben wir hier die Krone, sag ich mal, die Verantwortung zu übernehmen, die Reife mit einspielen zu lassen, die Erfahrung, die man hat. Und dann letzten Endes die Lösung zu finden zur Befreiung. Was muss losgelassen, was muss geheilt werden? Wir haben hier den Teufel, da ist gefallen. Das Spiegelkabinett, Selbstreflexion, einen klaren Kopf behalten, sich nicht verlieren, einen Ausweg suchen. Vielleicht seid ihr momentan von Rachegedanken geplagt. Von Negativität. Oder euer Gegenüber. Man muss das ja immer von zweigeteilt sehen. Dann ist hier der Terminkalender gefallen. Burnout-Gefahr. Das heißt, mit euren negativen Gedanken oder mit diesen, vielleicht geht es hier wirklich um eine Ex-Partnerin, von der ihr euch getrennt habt, oder jemanden, der auf den ihr einen Groll habt, drücke ich mir das mal so aus. Daran sehe ich den Teufel auch immer. Ne? Und die Schlange guckt nämlich direkt hier rein. Hier ist die Gefahr eines Burnouts, zu viele Verpflichtungen, sich keine Zeit nehmen für die Liebe oder auch für die Freizeit. Dann haben wir hier den Lichtschalter, eine Situation, den Ort oder auch das System verlassen, Perspektivlosigkeit. Hier ist nichts mehr zu holen, man hat alles versucht, als letzter gehen und das Licht ausmachen, beenden. Das wird wohl, hier haben wir den Weihnachtsmann, Vorfreude, Adventszeit. Sich etwas wünschen, jemandem ein Geschenk machen, ein kurzfristiges Glück, ne, Gutgläubigkeit, Unbedarftheit. Vielleicht seid ihr sehr gutgläubig gewesen und deswegen habt ihr jetzt eben auch diesen Groll jemanden gegenüber. Deswegen auch diese Unklarheiten, dass ihr vielleicht nicht weißt, ne, eure Hoffnung ist es, diese seelische Nähe wiederherzustellen, Emotionen. Die Hoffnung auf, dass diese Gefühle wiederkommen, dass vielleicht auf euch ein Friedensangebot kommt, derjenige wieder auf euch zukommt. Ne? Deswegen hier in irgendeiner Weise scheinen ja hier Gefühle, sag ich mal, im Raum gestanden zu haben.
Dann haben wir hier die Dreieinigkeit, die Geburt, Leben und Tod. Was mal beendet ist, sag ich mal, kann ja auch wieder von vorne anfangen, ne, dieses Jahr. Aber ich habe hier das Wespennest, eine Lawine lostreten, Verkettung unglücklicher Umstände, Geheimnisse werden aufgedeckt. Das heißt, da könnte auch noch was aufgedeckt werden. Vielleicht ist das auch eure Hoffnung. Und dann die Seifenblase ist ja etwas sehr Fragiles, eine kurze Momentaufnahme, eine zerplatzte Träumung, Hoffnung und auch Wünsche. Etwas ist nur von äußerst kurzer Dauer. Das heißt, glaube ich, eure Hoffnung, wenn ihr Hoffnung hier in eine Beziehung habt oder irgendetwas sind sie, das wird nichts. Das wird ganz schnell, da werden noch durch irgendetwas, vielleicht auch durch diese Person oder auch durch diese Wolken, diese Klärung, die reinkommen. Wir haben ja hier die Lösung. Wie soll man das sagen? Da werden noch Geheimnisse aufgedeckt, mit denen ihr jetzt vielleicht noch gar nichts rechnet. Und deswegen wird eure Hoffnung, die ihr da vielleicht haben solltet, leider Gottes zerplatzen. Dann haben wir hier, scheint es um Kinder zu gehen. Mittleres Kind. Wir haben hier den Umzug. Koffer packen, alles hinter sich lassen. Die Frauen unter euch, ne, wissen ja dann, was das bedeutet. Wohnortwechsel. Dann haben wir hier wieder den Teufel. Wir haben ihn hier zweimal. Macht, Ohnmacht, Abhängigkeiten, Schattenthemen, Untreue, Unfreiheit, ja, Gefühlsmissbrauch. Wir haben hier die Verletzungen. Wir haben hier die adrette Frau, das könnte natürlich auch ihr selber sein, vielleicht die Frauen unter euch, die hier Kinder haben, die hier einen Partner haben, der einen betrogen hat, der einen vormacht, nur über Umwege zum Ziel zu kommen. Jedes Mal muss man um alles kämpfen, um alles betteln, um, ne? Und die adrette Frau steht hier praktisch fürs Körperbewusstsein, für Gepflegtheit, für Schönheit, ne? Und hier haben wir die Rechte und Pflichten, die Verantwortung zu übernehmen. Das haben wir hier auch nochmal. Ne? Wer A sagt, muss auch B sagen. Nicht nur fordern, sondern auch dafür etwas tun. Sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sich an Gesetze und Vorschriften halten. Und vielleicht diese Gesetze und Pflichten, kommt mir jetzt so rein, auch mal dementsprechend einzusetzen. Gegen denjenigen. Ich hoffe nicht, dass ihr selber es seid. Auf jeden Fall sind hier böse Gedanken im Spiel. Ich drücke es jetzt mal harmlos aus. Wir haben hier die Verletzung, die noch kommen kann, die aber vielleicht eben auch schon da war. Dann haben wir hier nämlich einen totalen Realisten, der alles in Frage stellt, sein Misstrauen und auch Engstirnigkeit an den Tag legt. Dann haben wir hier ein hohes Gebäude. Es könnte ein Gerichtsgebäude sein oder irgendetwas, wo eine Entscheidung getroffen wird oder wo man sich trifft und aus der Thematik aussteigt. Man hat die Wahl. Und wir haben die Anstandsdame, Sittlichkeit, Zurückhaltung, Moral, unter Beobachtung stehen, sich etwas nicht trauen, langsames Herantasten. Ne? Dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Vielleicht seht ihr euch selber aber auch so, meine Lieben. Und es geht jetzt darum, aber wir machen erstmal weiter. Wir haben hier die Krone. Die Verantwortung zu übernehmen hatten wir ja jetzt eben auch schon mal. Wir haben hier die Rose. Etwas beschützen, verehren, Verbundenheit, Anerkennung. Dann ist hier gefallen das Smartphone. Das ist immer Internetsucht, Stalking, Neugier, Angst. Etwas zu verpassen. Alltag spielt sich überwiegend online ab. Dann haben wir hier das Rumpelstilzchen, aber das ist zum Schluss gefallen. Ne? Ja. Dann ist hier im Zusammenhang damit noch der Magier, jemanden verzaubern, Einflusskraft, Gestaltungskraft, Probleme lösen. Und wir haben hier das Rumpelstilzchen. Übermut, Hochmut, Schadenfreude, Jähzorn, ein gebrochenes Versprechen. Sich sein eigenes Grab schaufeln, Boshaftigkeit, Missgunst. Und darum geht es. Hier geht es auch darum. Dann haben wir hier die Lösung. Die Lösung, Leidenschaft, Temperament, Stolz, Stärke, Optimismus. Wir haben dann hier die Lösung finden, für Entspannung zu sorgen, oder man missbraucht
Nee, ich will das anders ausdrücken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Großen und Ganzen weiß ich, worum es hier geht. Es ist nur für mich manchmal ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen. Wir haben hier eine Schädigungsabsicht. Wir haben hier Mut, Risiko, stark bleiben, Balance finden. Also ich glaube, dass es hier um euch geht. Hier geht es definitiv um euch. Und es ist jemand, es kann ein Ex-Partner sein. Es geht hier auch um Kinder. Und der hat euch sehr verletzt. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Und ihr gönnt dem natürlich nichts Gutes. Das heißt, ihr habt hier sehr negative Gedanken. Am liebsten, ich möchte dieses Wort nicht aussprechen, könnte er von der Bildfläche verschwinden. Drücken wir es jetzt mal so aus. Und das beschäftigt euch so sehr, dass ihr alles andere dabei, euch selber, ne? Ihr sucht da jetzt einen Ausweg draus. Ihr habt diese Hoffnung, das in irgendeiner Weise wieder vielleicht auch euch selbst herzustellen. Oder mit demjenigen wegen der Kinder, vielleicht ist da irgendwie ein Streit wegen Kinder, kann gut sein, der euch Steine in den Weg legt, wo ihr sagt, ich möchte am liebsten meine Koffer packen und umziehen, weil es geht hier um die Kinder. Ihr sind viel zu viele, ihr seid dem auch sehr skeptisch gegenüber. Vielleicht steht da auch noch eine Gerichtsverhandlung an. Hier geht es auch um eine Anstandsdame, um Sittlichkeit, um Zurückhaltung. Habt ihr vielleicht auch eben das Gefühl, ihr versucht die Sache unter Kontrolle zu kriegen, ihn zu stalken. Was macht er? Was könnte er als nächstes tun? Ihr seid eigentlich nur damit beschäftigt, meine Lieben. Und hier haben wir auch noch den Parasiten, Schädigungsabsicht, Profitgier, ne? Auf der anderen Seite Mut eben zum Risiko. Es geht hier darum, meine Lieben, mal wieder zu euch selber zu finden. Die Voraussetzungen hier sind da, meine Süßen. Aber hier ist jemand so sehr mit sich selber beschäftigt, dass er nämlich die anderen dabei vergisst. Und es geht jetzt vielleicht um aus diesem Teufelskreis, nützlich kommen, ich bekomme von oben so rein, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, um überhaupt wieder einen anderen Gedanken fassen zu können, ne? Ist es vielleicht wirklich Zeit, die Koffer zu packen und einen Wohnortwechsel vorzunehmen, ne? Die Lösung hier, mal ein bisschen mit Leidenschaft und Temperament wieder an seine Sachen hinauszugehen. Die Voraussetzungen sind da, aber ihr sollt euch nicht so abhängig machen von dem, was er denkt oder sie denkt. Ne, das kann ja er oder sie sein. Selbstreflexion ist hier gefragt. Einen klaren Kopf behalten. Mal an die anderen auch denken. Um die Liebsten um einen herum geht das Ding gut. Gerade vielleicht hier die Kinder. Was kann ich dafür tun, damit es mir selber auch wieder besser geht und ich dieses Toxische loslassen kann? Diese Loslassenergie. Darum geht es hier, meine Lieben. Und dann werden sich auch diese Wolken hier klären. Ich will jetzt noch mal, für euch mache ich das. Und zwar, kleinen Moment, das hole ich mir mal kurz, noch ein anderes Deck dazu holen. Das habe ich leider jetzt nicht hier. Und zwar ziehe ich noch mal aus dem anderen Lenormand. Noch eine Antwortkarte. Liebes Universum, gib mir bitte noch mal, kriegen das meine Widder hin? Ja, das kriegt ihr hin. Hier sind die Lilien gefallen, die stehen für Harmonie, diese Harmonie wiederherzustellen, dieses Finanzielle auch zu regeln, dass ihr gefühlsmäßig auch wieder zu euch selber findet. Ihr müsst aus diesem Negativen hier raus. Es geht hier um euch selber, um eure Liebsten, die ihr liebt, um euch herum. Und die Gedanken drehen sich aber hier um entweder um den Ex-Partner, Ex-Partnerin, wo euch den ganzen Tag mit beschäftigt, wo ihr versucht per Smartphone da Stalking und neugierig und sonst wo anfragt und es gilt hier aber etwas zu beschützen, nämlich euch selber auch, ne? Eure Gedanken, eure Gesundheit.
und ihr versucht mit dem Smartphone Probleme zu lösen. Und seid da manchmal auch etwas übermütig bei. Das heißt, da schadet ihr euch eigentlich selber mit, alles, was ihr so denkt. Und das ist immer so ein On-Off, On-Off, Katastrophe. Und die Hüterin der Erde sagt euch, ich kann euch mal die Medizin vorlesen dieser Karte. In dem Maße, in dem du dich deines Körpers annimmst, kümmerst du dich auch um Mutter Erde. Beginne also bei dir selbst, bei deiner Gesundheit. Was steckst du alles in den Mund? Führst du dir Speisen oder Gedanken zu? Oder Gedanken zu, die dir eher schaden? Hör noch heute auf damit und fang an, Dinge zu tun, die dir gut tun. Boing, da habt ihr's. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen vermitteln. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Also entweder ihr seid es hier selber oder es ist jemand, der euch Schaden zufügen möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr nicht davon wisst, meine Lieben. Aber ihr bekommt das hin, diese Harmonie wiederherzustellen. Weil darüber sollt ihr euch auch bewusst machen. Setzt eure Rechte und auch Pflichten ein, um das wieder in den Griff zu kriegen hier. Und manchmal sieht es auch immer erstmal schlimmer aus, als es ist. Oder als man sich das macht. Man kann sich ja in bestimmte Dinge auch reinsteigern, ne? Hier wird eine Entscheidung getroffen. Und meines Erachtens ist das hier von dem hier, bitte sich lösen. Den Raum verlassen, Lichtschalter aus, beendet. Ne? Burnout-Gefahr, ja. Burnout ist einfach, ich kann nicht mehr. Ja, das entpuppt sich. Also mit demjenigen, derjenigen werdet ihr auch nicht mehr zusammenkommen. Das Ding hat sich erledigt. Also für mich so, weil hier taucht zweimal der Teufel auf. Das ist Wahnsinn. Abhängigkeiten. Von was seid ihr abhängig? Wenn das natürlich ein Mann ist oder eine Frau ist, mit denen er zusammen war, wo ihr Kinder natürlich mit habt, natürlich habt ihr dann Angst. Das kann einen auch wahnsinnig lähmen. Oh Gott, was macht er jetzt als nächstes? Nimmt er mir die Kinder weg? Man ist abhängig, vielleicht auch, dass er Unterhalt zahlt, dass ich, wie mache ich das bloß alles, ne? Und dazu ist es aber auch wichtig, die Sachen mal von oben zu betrachten. Manchmal ist es wirklich gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Man hat Rechte und man hat Pflichten. Und wenn ihr euch daran haltet, dann wird auch alles gut, meine Lieben. Das kriegt ihr nämlich hin. Ne? Ihr seid doch voller Temperament. Ihr habt doch Stolz. Befreit euch von diesen Süchten hier. Ne? Hängebrücke. Mut, stark sein, bleiben, die Balance finden. Ihr seid da noch unentschlossen. Aber dieser Parasit, der sagt mir immer, was bedeutet ein Parasit? Weg damit. Ne? Derjenige wendet vielleicht auch unlautere Mittel an. Ich hoffe nicht, dass ihr das selber seid. Das könnt ihr natürlich auch selber sein. Damit werdet ihr nicht weiterkommen, meine Lieben. Das ist dieses an sich denken. Ne? Dieses, es geht jetzt nicht hier um euch, sondern mal um auch mal wieder das Gefühl zu haben, jemand anders zu helfen. Ich weiß, das hört sich immer alles so hochtrabend, aber das ist das, was die Karten mir hier sagen. Schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare rein, da bin ich mal ganz neugierig, weil so ist es eigentlich ein bisschen unklar, ob ihr es jetzt seid, aber es geht ja hier um euch. Vielleicht habt ihr auch diese negativen Gedanken, aber ihr wisst dann, glaube ich, schon, worum es geht, meine Lieben. Trotzdem wünsche ich euch, und das kriegt ihr hin, ich habe da volles Vertrauen zu euch, ne? Lasst los, meine Lieben. Wünsche ich euch natürlich einen fantastischen Mai und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Prinzessin der Kelche. Ciao!